Olivenöl. Das gehört sich auch. Bei Italienern muss das Olivenöl. Lorbeerblätter. Ganz frische. So, dabei Knoblauch. Ich esse gerne Nudeln, die Jungs essen gerne Nudeln und italienische Nudeln ist was Besonderes für die, wie die Mamas das machen in Italien. Also nicht hier gekaufte Nudeln oder so weiter, also nicht fertige Soßen alleine, sondern auch gemachte. Das bedeutet, richtige Soße mit Hack, mit zum Beispiel Mark, Tomatenmark, richtigen Tomatenmark in eine Dose. Das schütte ich dann rein. Dann kommt erst eine Fertigsoße von Italien rein. Das schmeckt lecker. So. Herrlich. Und durchrühren. So. Das sind die Mamas in Italien. Die haben ein Herz. Das sieht man. Alle Italiener haben gute Mamas. Und das finde ich schön. Deswegen ist ja das Essen überhaupt so gut gekommen. Weil die mit dem Herzen kochen, nicht mit nur mit den Händen und einfach rein, zack, zack. Nein, die machen es mit Liebe, mit Verstand und eben mit Herz. Das ist das Wichtige. Mal gucken. Und die müssen Adente haben, ein Biss. Dann schmecken die. Sehr gut. Jungs, Essen kommen! Ach ja. Ich bin mal richtig gespannt, was heute gibt. Ich geh mal rein. Ich lass mich auch überraschen. Ich habe auf jeden Fall Hunger. Ich futter ja sowieso fast alles. Was gibt's denn Schönes heute? Heute gibt's Adente Nudeln, also mit Biss. Gut. Noch ein bisschen für den Manfred. Das reicht für den Manfred. Dann Uwe ein bisschen mehr. Viel mehr. Klasse, das gleich. Und Uwe, ich habe dir leckeren Teller Nudeln mitgebracht. Ach, Nudel, italienisch. Ja. Peter, das macht. Sieht aber lecker aus, wa? Uwe. Joachim auch einen. Ach, ihr fährt schön. Doch die italienischen Fahrzeuge. Ja. Und dann hätte ich doch noch mal einen Vorschlag. Ja. Mhm. Wir glauben an lieben Gott bis zum geht nicht noch mal. Mhm. Und in Italien ist unser Papst. Mhm. Da ist die Kirche der, ganz wichtig, mal eine Kirche zu besuchen. Ich habe schon eine. Ja, welche? Ich heiße so Peter. St. Peter. Da fahren wir mal hin. Das soll eine sehr schöne Kirche sein. Dann tun wir erstmal den lieben Gott besuchen. Den lieben Gott danken, dass wir überhaupt leben dürfen. Andere Menschen haben es schlechter, Jungs. Oh ja. Da können wir auch dann eine Kerze anzünden für Vater, Mutter. Kerze anzünden für Vater, Mutter. Ja, für die Gesundheit und für den Weltfrieden. Für die ganze Weltfrieden und auch für die ganzen Menschen. Ja. Bist du mit einverstanden, Uwe? Mhm. Auf jeden Fall. Und du, Manni? Auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das. Aber ich will mal mitkommen. Nee, ich nicht. Ich bleib hier. Ich habe Gott in meinem Herzen. Richtig, Gott ist, wo man ist. In Herzen. Wo ich bin, da ist er auch. Ja, trotzdem kann man sich auch eine schöne Kirche angucken, dann ist man natürlich auch in der Nähe. Seid ihr schon fertig, Jungs? Ja, klar, wie gesagt, hat gut geschmeckt, Peter, weißt du doch. Würde ich euch vorschlagen, wollen wir nicht dahin fahren? Ich kann so und so nichts mehr schaffen. Dann machen wir es direkt. Okay, wenn ihr meinen verstanden habt. Komm, hauen wir ab, Jungs. Günther, wir lassen dich mal alleine, wa? Ja, ich muss da hier aufpassen. Wieder, pass auf, dass der Alarm alles weiterläuft. So, Jungs, dann machen wir ab, Donner. Wir nehmen nicht den roten Alpha. Für die Kirche wird es entscheidend. Nee, das ist Lautalarm, und so weiter. Was hält er von den Delta? Ja, da fahren wir doch. Wenn du Gamma. Fährst, dann ist egal, wie Gamma oder Dakaka Dama. Ja, scheißegal. Der Manni mit der Gamma.